Im Schatten der Blutlinie. Sebastian und Ominous wurden dabei beobachtet, wo sie sich in der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es dabei ging. Okay, das ist eigentlich eine gute Sache. Das machen wir jetzt als erstes. Perfekt. Im Saal der großen Treppe. Jetzt bin ich mal gespannt. Was Hufflepuff 14-2-1 gesagt hat, so ein schöner Stein, die hatte Klasse. Geil, jetzt werden die Hufflepuffs so unwichtig, wie sie sind, sogar mit Zahlen deklariert. Geil. Finde ich gut. Geil. Okay. Bitch, I'm back into school. Ich mache euch fertig, alle, Bruder. So, genug der Spackerei jetzt. So, der Viaduktzugang. Wo haben die sich versteckt überhaupt? Also, die haben sich gestritten auf jeden Fall, das ist sicher. Die Frage wegen was? Alter, hier geht der voll Silvester ab. Geil. Okay, das haben wir schon gemacht. Das kennen wir ja schon, das Geheimnis. Also ich glaube, wenn man hier 100% haben will, ey, da muss man wirklich nicht mehr ganz sauber sein. Nicht beim bösen oder negativen Sinne jetzt gemeint, sondern einfach nur... Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich meine Koboldsteine wieder hab, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Wenn es welche gibt. Okay. Das geht mir volle Kanne am Arsch vorbei. So, wo bist du, Sebbel? Sebbel, wo bist du? Sebbel, Sebbel. Sebbel setzt Konfrigo ein. Sebbel war sehr effektiv. Okay, also jetzt immer eine ganz blöde Frage. Sah Peeves wirklich so aus? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, ob das auch in den Originalskripten so vorhanden gewesen wäre. Oh, die große Halle. Stimmt, da waren wir auch noch nicht gewesen. Ah, ja. Eulenpult. An diesem verzaubernden Rednerpult halten die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Reden. Geil, so wie Professor Black. Okay. Aber stimmt, Professor Black haben wir jetzt auch nicht richtig in Action gesehen. Ich bin ja mal gespannt, was da. Wann der jetzt endlich mal in Action tritt, weil der ist ja wirklich einfach nur. Er ist halt da. Mehr auch nicht. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Okay. Ich gebe nicht auf. Ich auch nicht. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Also mich interessieren die dunklen Künste auf alle Fälle, das ist sicher. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Okay. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Oh ja, Baby, der sagt mir was. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Tja, kann man nachvollziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind.
Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Omnus und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Omnus vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Omnus schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay, das scheint mir so in Richtung Dunkelflüsse zu gehen. Das finde ich geil. Und da ist auch ein... Ah, da muss ja auch irgendwo 100 Pro... ein daedalischer Schlüssel sein. Hallo, Homura. Oh, die kann ich öffnen. Wie geil ist das denn? Geht doch. Also ich glaube, das war der Start der schottisches Gewandpullover, okay. Ich glaube, das war der Start der dunklen Flüsche-Quest. Habe ich ein Gefühl. Zack, jawohl. Okay, da war jetzt nichts Interessantes dabei. Ich dachte jetzt, da wäre... naja. Trotzdem würde ich jetzt gerne wissen, wo dieser diadalische Schlüssel ist. Er scheint auf jeden Fall nicht hier zu sein. Oh. Was ist mit dem hier falsch? Ist ja voll am Arsch hier. Naja, was soll's. So, daedalischer Schlüssel. Ich will dich. Wo bist du? Wenn, dann ist er hier in der großen Halle. Würde mich auch woanders nicht gerade wundern, ehrlich gesagt. Hallo, Homura. Als wird ein Schloss. Geil. Jawoll. Wie geil diese mystische Musik da einfach kommt. Du gehörst mir, Demi Geis. Wo ist er? Ah, da ist ja eine. Ah, und die kommen erst bei Nacht, gell? Was haben wir denn hier? Ein Demi Geis. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt leider jetzt wieder umzwitschen auf Nacht. Finde ich aber jetzt nicht gerade tragisch. Weil ich will diesen Demi Geis haben. Zack, jawoll. So, jetzt mischen wir wenigstens schon mal einen, ey. Revelio. Dennoch fehlt mir der daedalische Schlüssel. Und ich habe ihn. Sehr nice. So, damit hätten wir schon mal eine der nächsten Marken jetzt schon mal. Wir haben nicht mehr so viel übrig. Wir haben sie fast alle. Ich hoffe nur, dass wir auch rasch dafür belohnt werden. So, und? Und? Ha! Treffer! Großartig! Geil! So, noch eine Hausmarke, das ist gut. Damit hätten wir jetzt schon mal, ich glaube, noch drei fehlen uns, glaube ich, noch. Dann haben wir sie alle, glaube ich, soweit ich weiß. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht irre. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn noch jetzt als nächstes? Als nächstes könnten wir theoretisch eigentlich die eine Hauptquest jetzt mal vornehmen. Oder haben wir hier in Hogwarts noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Bildkarte, wie sieht's denn da aus? Ah, da ist was zum Beispiel. Ein Dieb in der Nacht. Sprich mit dem Händler in Ivondale. Hm. Könnten wir eigentlich einen Angriff nehmen, weil Nebenquest ist Nebenquest, ne? Was wir jetzt haben, haben wir. Und um Nati kümmern wir uns dann danach. Also wir haben jetzt schon einen Großteil der Story jetzt schon enthüllt, beziehungsweise sind ziemlich weit gekommen, wobei ich sagen muss, Renrock, Rookwood und der andere Spacken, die sind ziemlich kurz gekommen bis jetzt, was ich ein bisschen schade finde, weil wir können ruhig schon ein bisschen mehr von denen zeigen. Aber es wird noch interessant bleiben. Also die Story selbst, die ist sehr interessant mit der alten Magie. Ich finde halt nur, die ist ziemlich lang. Also wirklich extremst lang. Aber gut, das haben Open World so an sich, ne?
Ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich es jetzt schlecht finde. Also ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil, eine Story ist sehr, sehr für mich an einem Spiel sehr relevant, ist die Story, die Musik und vor allen Dingen die Charakter. Und wenn eins von den drei Dingen nicht so passt, das kann schon kraften, aber ja. Wenn da mehrere Sachen nicht passen, ist gleich mal Schicht im Schacht, dann ist das Spiel für mich nicht relevant. Also das sind für mich drei Hauptkriterien, wo ich ein Spiel überhaupt bewerte von meiner Seite aus. So. Protego. Setz dir klar Protego ein. Okay. Dann einmal bitte dahin. Beginnen wir mal die Nebenquest, die dürfte eigentlich recht flott gehen. Einer nach ihr fragt. Wer? Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt, also, wer ist denn das? Ist gar dieser irische Akzent, geil. Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood unsere Hand durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen. Schwester oder nicht? Was hat sie denn gestohlen? Was für ein Familienerbstück wurde ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Oh Mann, wer sagt denn das noch, ey? Was hast du denn überhaupt? Was verkaufen Sie hier? Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Peter, Wuppe, Grafon, Feder an Zippokras, Fell an Sniffles, Mundkarps, Knieselfell, bla, Phönixfeder. Phönix gibt's ja auch. Knuddelmuffer, Haken des Testrals, Krötenwarzen und Einhornhaar. Okay, der verkauft also die ganzen, sehr interessant. Okay, gehen wir mal erstmal das, was wir brauchen. Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Ja. Ja. Nein. Blaue Sonnenschutzbrille, erhöht die Verteidigung, okay. Die sollten wir aber nicht verhökern, die könnten wir noch gebrauchen. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ein Haufen Gold? Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das ist halt die Frage. Ging er hoch oder ging er darüber? Nein, ich würde sagen, ging darüber. Okay. Also müssen wir nur den Goldstücken jetzt folgen. Und dann haben wir den Dieb schon ausfindig gemacht. So, das heißt, diese Quest müssen wir auf alle Fälle jetzt auf die Schnelle machen. Weil, wenn ich die Goldspur nämlich verliere, ist Schicht im Schacht. Weiß ich nämlich gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich muss in der Nähe sein. Ja, das ist schon dumm, wenn wir sagen, ach du Heiliger, ey, jetzt geht's wieder rund. Lumos! Wenn der Krieg vorbei ist, werden endlich wir Kobolde herrschen. Ihr werdet einen Scheißdreck herrschen. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte nämlich meine Zauber ein bisschen umstellen. Ich brauche wieder den Desillusionierung Zauber. Und nein, ich möchte nicht ein Startmenü. So. Ich glaube, wir haben unseren Dieb gefunden und das Lager, zu dem er gehört.
Moment. Fuck, nein. Angst zu kämpfen? Überhaupt nicht. Benedicus Totalus. Aber wenn man es vermeiden kann, warum sollte man sie nicht vorher ausschalten? Du bist leise wie ein Grabhorn. Aber ich kann's. Zack, der Zweck heiligt den Hinterhalt. Sehr gut. Perfekt. Aber theoretisch könnten wir jetzt eigentlich mal gucken, was unsere Fertigkeiten jetzt machen. Ich glaube, so ein bisschen die Talente erhöhen wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, Zaubersprüche, wie sieht's damit aus? Schneide durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Das ist gut. Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer. Incendio setzt mehr selten ein. Wenn ebenfalls zu dir gezogen. Mit Leviose werden ebenfalls levitiert. 15 verfügbare Talentpunkte, Alter. Das ist schon hart. Die gegnerische Visile antreffen. Ah, das klingt auch schon mal gut. Starke Explosion in mittlerer Reife aus. So, das haben wir schon. Achso, Bombarde haben wir noch gar nicht. Schockwelle aus, die rund um das Ziel verursacht wird. Dunkle Künste, wie sieht es denn damit aus? Das mit den Flüchen, das sollten wir eventuell uns auch mal zur Brust nehmen. Schockfluch und Blutfluch. Okay, wie sieht's aus mit den Haupttalenten? Erhöht die alte Magieanzeige. Neues Zauberset. Mega Powerstärke. Neues Zauberset. Alte Magie fängt und wirft die Waffen und entwaffnet. Perfekt abgestündete starke Explosion aus die gegnerische Schilde bricht. Oh, das ist nice. Basiszauber. Wenn du einen Zauber mit einem perfekt abgestimmten probierst, ziehst du zwei Projektile zurück auf deine Gegner, okay. Ein erfolgreiches Ausweichen und erhöht die alte Magieanzeige. Okay, ich glaube, das nehmen wir auf alle Fälle. So. Bleiben länger bewegungsunfähig. Mega Powertrank und eine bessere Heilwirkung nehmen wir auch. Das Zauberset erhöht die Reichweite von Revelio. Also Revelio brauchen wir jetzt nicht unbedingt so oft, dass es so wäre. Und Protego setzt sich eh seltener ein. Dann würde ich diesen Protego schon mal weglassen. Wie sieht es mit Schleichen aus? Der Gegner in der Nähe treffen kann, das klingt doch schon mal gut. Und sprinten können wir auch dann. Das heißt, die zwei nehmen wir auch, weil wir werden das am meisten einsetzen. Raum der Wünsche. Achso, das war das mit den Trinken, gell? Okay, dann jetzt nur noch allgemein die Zaubersprüche. Wir haben noch ein paar, also so ist es nicht. So, löst eine Schockwelle aus, die rund um das Ziel Schaden verursacht. Klartius nutze ich eigentlich nie, die Pilze auch nicht. Aber Confringo. Und Defindo. Akio. Der Nebel vor Ziel, wenn auch zu den Sonnen. Dann nehmen wir auch den hier noch. Mit Akio und mit Livioso. Die setzen wir eh am meisten ein. Incendio ist voll für den Arsch. So, Bombarda brauchen wir noch nicht. Und da würde ich jetzt mal gucken, dass wir eventuell unsere Flüche ein bisschen verstärken. Was haben wir hier schönes? Arreste Momentum, das nehmen wir sowieso nicht. Andauernder Fluch. Flugeffekt haftet länger auf den Gegner. Halten alle verfluchten Ziele Schaden. Der Schockfluch. Flippendo nutze ich eigentlich überhaupt nicht. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, das hört sich doch schon mal gut an. Okay. Haftet länger am Gegner. Und ich denke mal, das mit den Waffen nehmen wir noch. Das ist das Beste eigentlich. Die anderen vier behalten wir uns mal bei, man weiß ja nie, was man dafür braucht.
So. Okay, perfekt. Damit hätten wir auch mal unsere Talente mal wenig aufgefrischt wieder. So, und jetzt gehen wir mal wieder zurück als Eingemachte. Mega Power Trank, nice. So, was haben wir hier? Unverzeihlich 2, okay. Sonnenschutzbrille. Und das Gold. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja, die nützt uns aber nichts gerade, weil wir können nichts machen damit. Okay, also ich glaube, das mit dem Lager, das war jetzt mal so eine Nebensache gewesen gerade. Geil. So, da haben wir noch eins und noch eins. Ich muss nur gucken, dass wir jetzt kein Gold verpassen. Okay, was ist das hier? Ah, das ist das Ende der Karte anscheinend, hä? Okay, da kommen wir sowieso nicht weiter. Also müssen wir nach rechts. Komisch. Ah. Ah, da haben wir schon die nächste Spur. Sehr gut. Ah, da geht's hoch. Ich dachte schon gerade, es geht runter, aber egal. Ey, wo ist denn die überall entlang gehippt, die Alte? Oder wer das auch immer war? Das gibt's doch überhaupt nicht. Sieht interessant aus. Ja, das denke ich auch, aber... Die schöne Berge lang geschlendert, ey, leg mich am Arsch. Die hat's ganz schön alles gehabt. Leider können wir die Prüfung Merlins nicht absolvieren, weil wir das Kraut dazu nicht haben, aber... So, ich glaube, da runter geht's weiter. Will ich jetzt mal behaupten. Nee. Ich würde aber jetzt ungern jetzt auch, Na, super. Ah ja. Okay, da geht's gleich in die nächste Runde gegen die Kobolde. Na wunderbar. Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Wer ist da? Ist da jemand? Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Am Arsch, Freunde. Ich mache euch alle mal ein Blatt jetzt. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Wer ist da? Dieser eine Kobold, der geht mir ganz schön auf den Sack gerade. Was war das? Was war das? Geil. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Okay, das war ganz schön knapp. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Ist denn jemand? Hallo? Nein, 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 nein. Ah, fuck, Alter. Vollkommen erbärmliche Aktion.
Crescendo! Alter Schwede, ey, man merkt das sofort mit den Talentpunkten. Oh, Scheiße. Gut, tschüss. Das war, weil du mir eben in die Fratz geschlagen hast damit, Alter. Mieser Drecksack. So, wunderbar. Aber wir haben es immer noch nicht durch. Also wir sind da unten stehen noch ein Haufen Gegner, soweit ich sehe. Also sehe ich zumindest gerade. Was haben wir denn hier Schönes? Revelio. Nichts Interessantes zumindest. Aber auf jeden Fall haben wir das Ding schon mal geblendet, das ist nice. Aber wo zum Geier soll hier die Dings sein? Wahrscheinlich unten am Bahnhof, aber das ist jetzt nicht unser Weg. Wir müssen weiter in der Spur aus Münzen folgen. Die Frage, wohin jetzt? Oh, Gift 1. Nice. So wie ich es jetzt verstanden habe, habe ich die Spur gerade verloren, kann es sein? Was mit den Schmetterlingen überhaupt? Okay, also wenn es so ist, dann ist es besser, immer an den Anfang zurückzugehen, wo man schon gewesen ist, ne? Und die Spur hat sich... Hat sich hier verloren. Aber hier geht's hier weiter, okay. Sehr gut. Alter, das müssen wir nochmal irgendwann mal haben, weil das blöd ist. Ich würde diese Mission gerne abschließen, aber ich kann sie nicht abschließen. Ein Niffler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Okay. Der Ei und der Dieb. Ich glaube, wir müssen mal anfangen, oder? Okay, das war jetzt vielleicht dumm, ihn anzugreifen, aber... Ich glaube, den muss ich fangen. Also ich bin 100% überzeugt, dass ich ihn fangen muss. Sehr wahrscheinlich sogar. So, dann machen wir das auch. Halt, stopp, du bleibst schon hier. Du haust mir hier nicht ab. Und tschüss. Ich habe den Niffler. So, magisches Tier, wir sind gerettet. Das Erbstück der Familie Haggerty. Ja, wo soll das jetzt sein? Das ist geil. Hier suche ich das Erbstück. Ja klar, der ist auch mal geil. Ich habe 2 Koboldleger platt gemacht und suche jetzt noch so ein fucking Erbstück, Alter. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Okay. Dann werden wir das tun. Ich bin eigentlich auch total dumm, gell? Warum fliege ich nicht? Alter, also manchmal, echt ey.
Da war wirklich Teil dieser Quest, dass man die wirklich einsammeln muss. Hm. Ob es sicher ist, dich da drin umzusehen? Das willst du, glaube ich, gar nicht wissen, oder? So, perfekt. Damit haben wir diese Sidequest auch erledigt. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester, Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Tut mir leid, Mr. Haggerty. Ich wünschte, das hätte ich. Es war wahrscheinlich zu viel erhofft. Ich weiß zu schätzen, was Sie aufgedeckt haben. Catherine ist eine Enttäuschung, aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Schön, dass ich meinen Nachbarn jetzt in die Augen sehen kann, aber schade. So, ein Dieb in der Nacht haben wir damit aufgedeckt und auch wieder eine der Nebenmissionen hier weggehauen. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir jetzt noch als nächstes hier tun können. Wir hätten jetzt zur nächsten Auswahl eventuell Karte von Hogwarts, da gibt es zum Beispiel was. Oder auch nicht. Karte von Hogsmeade. Da gibt es vielleicht auch noch was. Ja. Red Biscuit. Okay, das wäre das nächste. Das werden wir uns als nächstes annehmen. Da teleportieren wir uns jetzt nochmal hin. Und da werde ich auch hier wahrscheinlich für heute einen Cut machen. Weil wir haben schon ziemlich spät, schon morgen früh noch auf die Arbeit. Ist ein bisschen blöd mit der Zeitvergeberei, wenn ich jetzt wirklich regelmäßig Zeit dazu hätte, was ich mir versuche jetzt auch rauszunehmen auf meinem Uploadplan. Also ich denke mal, das läuft ja ganz gut im Moment. Nur manchmal spielt man halt die Arbeit so ein bisschen böse in die Karten. Aber gut, das ist halt leider so, wenn man schaffen geht und das hier nebenher macht. Aber ich habe ja auch ehrlich gesagt auch keine Lust darauf, Hauptinfluencer da irgendwie zu machen. Dafür bin ich auch erstmal zu unbekannt. Zweitens zu unfähig und drittens, ist es ja nur ein Hobby, also da bin ich entspannt drin. So, meine lieben Arcadians. Bevor wir jetzt hier weitermachen bei Assassin's Creed 18, nein, und uns da in dieses Ding hier, in die nächste Nebenmission reinbegeben, würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen auf alle Fälle. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Hogwarts Legacy. Ich bin euer Arcadia Supreme. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, beziehungsweise einen Daumen nach oben und einen Kommentar, ist gerne gesehen. Ansonsten steht es euch frei, meinen Kanal zu begutachten und eventuell das ein oder andere Projekt, was ich gemacht habe, zu verfolgen oder nachzuschauen, wie ihr möchtet. Denkt immer dran, ich persönlich sage immer, das ist freiwillige Basis, also es ist mir wirklich jedes Abo, jedes Daumen hoch oder so, das freut mich immer enorm, weil ich dann weiß, die Leute machen das von sich aus und nicht, weil ich darum gebeten habe und später auch nicht drum, später auch nicht, kurz mal knapp davon abgesehen. So, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, Let's Play Hogwarts hier und ciao.